Die Geflüchteten aus der Ukraine sollen möglichst schnell in den bayerischen Arbeitsmarkt integriert werden. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger will ihnen gerne eine langfristige Perspektive geben. In der Regel sind es ja Mütter mit Kindern, die zunächst mal hier geistig und körperlich ankommen müssen, ihre Kinder in die Schule, in die Kindergärten integrieren müssen. Die Anerkennung der Berufsabschlüsse geht relativ unproblematisch und jede Ukrainerin, jeder Ukrainer dürfte eigentlich sofort hier arbeiten. Die ersten Erfolge sind hier schon vermeldet, aber in aller Regel glaube ich, dass wir da in den nächsten Wochen und Monaten erst dann über konkrete Ergebnisse sprechen können, wenn die Menschen eine Wohnung haben, wenn sie einen Arbeitgeber gefunden haben. Der Bedarf ist da. Vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel wollen bayerische Wirtschaft und der Wirtschaftsminister an einem Strang ziehen und die Geflüchteten bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen. Wir werden hier auch von der Bundesagentur für Arbeit sehr eng begleitet, die mit Fortbildungsprogrammen die Menschen hier integriert. Aber ich bin überzeugt, dass wir hier in wenigen Monaten eine Erfolgsgeschichte schreiben werden. Die Online-Plattform der bayerischen Wirtschaft, ukraine.sprungbrettintowork.de, ist bereits freigeschaltet. Betriebe können hier ihre Stellenanzeigen einstellen. Schnell und unkompliziert. Es sind nicht die Flüchtlinge, die Bayern auf eine Belastungsprobe stellen. Es ist der Krieg in der Ukraine. Rund 13.000 bayerische Betriebe und Unternehmen sind in Russland und der Ukraine engagiert. Hier geht fast gar nichts mehr. Hinzu kommen hohe Energiekosten und unterbrochene Lieferketten. Wir haben jetzt auch massive Einbrüche eben im Bruttosozialprodukt. Wir hätten eine Wachstumsrate von 4, heuer angestrebt und sind jetzt froh, wenn wir mit 2, Wachstum rausgehen und würden die Energielieferungen aus Russland kurzfristig wegbrechen, hätten wir sogar ein Minuswachstum mit minus 2, und mehr zu verzeichnen. Also das zeigt, wie stark uns dieser Ukraine-Krieg heute schon trifft. Gott sei Dank ist die Arbeitslosigkeit noch nicht hier negativ beeinflusst und wir sind weiterhin in der Vollbeschäftigung. Die Integration der Geflüchteten in die Arbeitswelt ist für Bayern wichtig, denn am Ende profitieren alle. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.